So, damit heißt es euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ich würde sagen, wir machen direkt mal hier weiter. Das letzte Mal sind wir ja hier auf dem Schiff der Handelsföderation, haben wir uns durchgekämpft, nachdem wir hier ein bisschen von dem Vizekönig verraten wurden. Und da würde ich sagen, setzen wir jetzt mal die Geschichte fort mit Verhandlungen. Und ich bin mal still, denn jetzt kommt natürlich wieder erstmal eine Cutscene. Euer Diener. Verschwinden wir hier, bevor noch mehr Droiden auftauchen. Ja, die Szene war jetzt natürlich sehr gekürzt. Und jetzt sind wir natürlich in einem viel größeren Bereich hier. Auf Naboo. Der Planet bietet natürlich viel mehr Platz als dieses Schiff, was wir da eben gerade hatten. Wir können hier auch irgendwas mit den Kisten zusammenbauen, was uns dann irgendwo hinbringt. Die Frage ist halt zum einen, wo bringt es uns hin? Und zweitens, was bauen wir da mit den Kisten? Also nicht wundern, das ist jetzt hier kein geführtes Level irgendwie, sondern das ist jetzt gerade hier alles Open World, wo wir hier langlaufen. Deswegen kann ich mich hier auch so völlig frei gerade bewegen. Um ins Level zu kommen, müsste ich jetzt erst mit Jar Jar reden. Und also das ist hier jetzt gerade alles Open World. Das können wir dann auch später im Spiel hier alles frei bereisen, hier frei rumlaufen, uns frei umgucken. Ach, da oben soll ich hin. Das war, glaube ich, ganz gut. Nein, war es definitiv nicht. Das war gut. Und dann nehme ich den direkt noch dazu. Und parke ihn da. Und da müsste ich jetzt eigentlich hochkommen. Jawohl. Ja, mit diesen Steinen können wir uns dann neue Fähigkeiten kaufen. Steht da auch rechts am Rand. Was für Fähigkeiten das sind, werden wir noch im Naboo vor dieser Invasion warnen. Entschuldigung bitte, aber am meisten sicheres Platz würde sein Otobunga, eine verborgene Stadt. Kannst du uns dahin führen? Hier entlang. Kommen. Ja, wäre halt eben. Das sehen wir halt alles später im Spiel noch. Das zeige ich euch dann alles später noch. Aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns erstmal hier auf den ersten Film. Ah, aber ich euch warnen muss, die Gungans nicht mögen Fremdlinge, also nicht herzlichen Empfang erwarten. Oh, keine Sorge. Das ist nicht gerade unser Tag der herzlichen Empfänge. Ja, ihr seht hier schon, wie viel man hier noch zerstören und erkunden kann dann später. Während ich jetzt das Man's Level reingeworfen werde. Also ja, da oben haben wir wirklich ewig viel Platz und auch hier unten kann man noch so viel erkunden. Also, ich denke, Zeit bietet das Spiel auf jeden Fall gut. Hey, oh, hallo, Captain Carpet. Mich sind wieder da. Nicht schon wieder, Jar Jar. Du sie jetzt kommen zu die Boss. Du sie stecken ein großes Kacker diesmal. Ja, die reden sehr
kinderfreundlich. Die Gungans. Aber das ist ja auch so im Film gewesen. Wenn man hier auch sieht, wie viel hier ist, wo wir einfach lang gehen können. Hier haben wir dann noch eine Nebenmission für später. Was wir alles noch mitnehmen können. Da sieht man auch nochmal, im freien Spiel kann man das dann alles machen. Da kommen wir dann auch nochmal drauf zurück später. Dann kann man hier noch aufs Dach. Dann könnte man hier theoretisch noch lang fliegen. Das können wir mit dem Charakter jetzt natürlich nicht machen. Da müssen wir dann auch im freien Spiel nochmal wieder herkommen. Aber so auch, dass man hier jetzt allein schon sieht, wie viel man erkunden kann. Ich will das jetzt natürlich nicht alles erkunden, weil das würde sehr, sehr viel Zeit kosten. Und dafür haben wir später noch genug Zeit, wenn ich das Spiel dann auch auf 100% durchspiele. Das habe ich mir ja noch nicht ganz überlegt. Und ich will jetzt nicht von 30 Folgen irgendwie 29 nur irgendwelche Orte erkunden. Sondern wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. So, dann gehen wir mal Jaja hinterher. Das war's auf dem Weg. Ich bin gerne mit. Bisschen peinlich sein, aber blöderweise ich von dort verbannt worden. Ich vergesse das. Das klingt hier etwas, das man sich besser hätte merken sollen. Wie ich sag. Kein Verstand. Würdet ihr uns sagen, warum unser Freund hier verbannt wurde? Jaja, Tollpatsch. Er gecrasht. Hey, blibla bongo von die Boss. Ich hätte gesagt, das war versehen. Ja, hatte versehentlich Hände vom Steuer genommen, um lecker... Wer so große Blase abgesperrt? Müssen diese nicht wie großer Kopfschmerz das sein zu öffnen? Die ganzen Schalter und die Lauferei? Mich, sie werden müde bloß bei Gedanken. Ach, da drin ist ein... Okay. Wie man das aufbekommt, können wir uns auch noch überlegen. Irgendwann. Oder kann ich mir zumindest irgendwann mal überlegen. So. Jetzt. Eins von vier. Da ist das andere. Zwei. Schade. Ja, diesmal krass. Wenn ich nicht daneben wäre. So, den habe ich. Und den habe ich. Ah, so kriegt man es auf. Das ist jetzt aber die da. Nicht die, die ich gerade brauche. Oder an der wir gerade schon. Aber den haben wir zumindest schon mal. Ich glaube, das wäre jetzt mit einem Charakter mit einer Waffe einfacher gewesen. Ich habe den. Ich wollte gerade sagen. Also 1200 von diesen Steinen kann man hier sammeln. Lego Star Wars, die komplette Saga, war zwar deutlich kleiner, aber. Die Konsole konnte auch bei weitem nicht so viel aushalten. Also, man merkt schon, was das für ein Umschwung ist. Mittlerweile. Und jetzt können wir hier rein. Zum König, denke ich mal. Beziehungsweise zum Boss. Der Gungans. Ja.
hier überall Charaktere, mit denen wir dann auch noch reden können, die uns teilweise auch noch Aufgaben für irgendwelche Dinge geben. Also die Möglichkeiten sind definitiv groß genug. Und jetzt rein hier. Und das will ich noch zerstören. Wenn wir schon mal hier sind. Klar, das war eine Waffe. So, und dann setzen wir die Geschichte fort. Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wir sie die Naboo nicht mögen. Wir müssen sie warnen. Wir sie euch geben werden einen Bombo. Der schnellste Weg zu den Naboo geht mitten durch Planetenkern. Was geschieht nun eigentlich mit Jar Jar Binks? Hinfort mit ihm! Der hat gerade sehr schnell seine Meinungen geändert. Also zum Triebblasen-Bongo müssen wir. Dann würde ich sagen, machen wir das. Und auch wenn sie die Naboo nicht mögen, helfen sie ihnen trotzdem. Warum? Das erklärt der Film definitiv genauer. Hier war es jetzt einfach, hier haben wir kurz Jedi-Fähigkeiten eingesetzt und dann let's go, gib ihm. Wobei das hier eigentlich ein bisschen anders war. Wenn ich mich gerade richtig erinnere. So, und jetzt müssen wir hier runter. Um zum Triebblasen-Bongo zu kommen. Und wir dürfen Jar Jar mitnehmen. Ich mache mir mehr Sorgen über deine Geschichte mit Unterseebooten. Keine Sorge, er wird nicht lenken. Er wird nicht lenken? Tja. Das hoffe ich ja wohl. Nach dem, was wir gehört haben, wie das letzte Mal gelaufen ist. Als er was lenken durfte. Aber vielleicht kann uns hier trotzdem helfen. Der gute alte Jar Jar. So, das hier können wir noch ein bisschen zerstören und dann würde ich sagen, gehen wir zum Boot. Denn wir müssen ja, wie eben angesprochen, durch den Planeten kehren. Um zu den Naboo zu kommen. Und das zerstöre ich alles und wir haben jetzt schon 155.000 Münzen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt muss ich irgendwie zu Jar Jar. Achso, kann ich einfach zu Jar Jar wechseln. Okay. So, dann verwenden wir das jetzt. Ach, das ist dieses. Okay. Müssen wir einfach nur viermal im richtigen Moment drücken. Das war relativ einfach. Logischerweise. Wir fahren durch das Planetenkern. Hier, Euser Bongo, wenn ihr bereit für Verprügeleien. Und dann gehen wir direkt rein da. Das war ein großes Fischli. Riesenzähne! Keine Sorge, die Macht wird uns leiten. Die Macht? Oh nein, nein, nein! Schieß! Diese Kreatur ist uns im Weg. Schieß sie ab, Obi-Wan. Wie
gut, dass uns die Tasten vorgegeben werden, in die wir ausweichen müssen. Nein, nein, nein! Gerne haben. Ja, der übernimmt das für uns. Es gibt immer einen größeren Fisch. Ob das für uns jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Weil dieser größere Fisch uns jetzt haben will. Ruhig bleiben. Das ist noch kein Problem. Ihr verrückt! Wann ihr sie denken, wir sind ein Problem? Ich würde sagen, jetzt. Volle Kraft voraus. Mich hat doch gesagt, Planetenkern, böse Nummer! Dein unerschütterlicher Optimismus macht wirklich Mut, Jaja. Er spielt mit uns. Ja, aber wir sollten ihn dennoch verletzen. Blase. Ich sehe, unser Freund hat wieder Hunger. Nein, warte! Das schön, schön! Wir müssen die Königin finden. Ah, der Sieg ist unser. Dummer Stuhl! Das Level haben wir schon mal abgeschlossen. Ich setze mal in den kurzen Cut. Sobald das hier durchgelaufen ist. Ja, fortfahren. Steine haben wir gut gesammelt. Sind leider kein wahrer Jedi geworden dabei. 2 haben wir, 3 haben wir. Und damit haben wir alle Herausforderungen und haben einen der Dings bekommen. Minikits haben wir 2 gesammelt von möglichen 4. Ne, 5. Und dann ist das jetzt mal durchgelaufen. Und da sehen wir jetzt nochmal kurz, was diese Kaibersteine uns bringen. Da können wir uns hier die Upgrades dann holen. Da gibt es dann hier alles Mögliche. Wenn es mich mal zeigen lässt. Hier für Jedi gibt es Fähigkeiten. Dann gibt es diese Fähigkeiten hier alle. Wofür wir dann halt eben die Steine brauchen. Allgemein. Und dann gibt es hier noch Aufträge. Nebenaufträge gibt es 140, die wir machen können. Puzzles gibt es nochmal jede Menge, die wir hier machen können. 765, 38 Rennen, 10 Herausforderungen. So nochmal. Raumrenner haben wir da zum Beispiel. Zerstöre die goldenen Schiffe, die in der Galaxis verstreut sind. Rede mit dem wandernden Wookie, der durch die ganze Galaxis reist. Dann können wir uns hier Schiffe freischalten, mit denen wir dann fliegen können. Hier haben wir dann zum Beispiel einen republikanischen Kreuzer. Großkampfschiffe können wir dabei freischalten. Hier haben wir Charaktere. Obi-Wan. Dann haben wir hier die Karte. Da sehen wir noch, wo ein Kyberstein ist. Hier können wir auch nochmal die Klasse der Helden wechseln. Hier haben wir dann zum Beispiel noch Jaja. Also da ist alles mit dabei. Und dann eben die große Karte. Und jetzt sitze ich mal im kurzen Cut.
So, ich habe jetzt gerade mal überlegt, theoretisch wäre das blöd, jetzt einen Cut zu setzen, weil wir sind jetzt gerade am Ende des Levels, das heißt, das Spiel hat gerade automatisch gespeichert und von der Folgenlänge her passt das auch ganz gut. Deswegen würde ich sogar sagen, beenden wir hier heute die Folge erstmal. Ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Oder gehe ich mal von aus zumindest, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ich hoffe es. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, dass ihr dann das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir uns weiter vorkämpfen hier in Episode 1, um Königin Amidala zu retten. Und dann würde ich sagen, bis dahin und tschaußen.